Nein, scheiß Mann! Ich muss jetzt 20 Stunden in einem Müll von der Straße holen! Wegen diesem verfluchten Hurensohn und du! Ihr glaubt nicht, wer gerade auf dem Teamspeak ist, Freunde. Marlon ist gerade auf dem Teamspeak und er möchte noch einmal mit mir reden. Und ich habe echt überlegt, ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Und ich dachte mir, ein letztes Mal werde ich ihn jetzt noch zu mir hochmoven und ihn einfach mal fragen, was er jetzt dieses Mal von mir will. Ich würde sagen, ich rede gar nicht jetzt lang um den heißen Brei herum, sondern move ihn direkt hoch. Ich bin echt gespannt, was er diesmal von mir will. Ich würde sagen, let's go. Na? Was gibt's denn dieses Mal so Wichtiges? Hallo? Hallo? Marlon. Hallo? Hallo? Ach, WTF, du hast mich schon gemoved. Ja, das habe ich. Junge, wie schnell ging das denn heute? Ich habe meinen Kopfhörer nicht aufgehabt. Ja, das Ding ist halt, Marlon, was möchtest du denn jetzt schon wieder von mir? Weil ich... Junge, fang doch nicht direkt so frech an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte eigentlich jetzt so langsam mit diesem Marlon-Thema abgeschlossen. Ja, das ist ja schön für dich. Aber ich habe da leider noch ein, zwei Problemchen, die ich gerne mit dir besprechen wollte. Okay, dann erzähl doch mal. Und es war schon schlimm genug, mir vergammelte VPN runterzuladen. Ja, erzähl. Was ist denn? Junge, es ist einfach auch so warm. Okay, ich fange jetzt einfach mal an. Es geht darum, ich will auch mit dir wieder irgendwie in Ordnung kommen und ja, ich finde... Du möchtest mit mir in Ordnung kommen? Ja, ich möchte, weil ich kann dir das genau erzählen, wieso. Junge, ich habe hier so viel Stress zu Hause wegen dieser Scheiße. Es ist ja schön, wie du darüber denkst, trotzdem habe ich doch jetzt Bestrafung genug und mein Business läuft hier und ich habe Bock hier zu zocken. Bitte entbann einfach mich. Ich komme nicht mal mehr drauf, weil anscheinend dein ach so toller Entwickler dafür gesorgt hat, dass ich nicht mehr drauf komme. Und ja, mit der vergammelten VPN komme ich auch nicht drauf, weil VPNs blockiert sind. Du möchtest, dass ich dich entbanne? Ja. Ist das dein Ernst gerade, Marlon? Du möchtest, dass ich dich von meinem Server entbanne? Ich hab dir schon mal gesagt, du brauchst nicht so gestochen mit mir reden. Okay, hallo! Dann du redest hier gerade mit mir und ja, nicht mit irgendeinem Dummy-User! Okay, gut. Das habe ich verstanden, Marlon. Aber ich kann dir ganz... Wie stellst du das denn vor? Ich entbanne dich jetzt einfach und vergesse alles, was du bis jetzt getan hast, oder was? Vergiss das einfach, dass du hier ein Kind zum Beispiel... Rede nicht so mit mir! Du redest doch, du Schwamm... So können wir das auch direkt abbrechen, wenn du mich wieder direkt... Wenn du mich gleich wieder so anschreist. Nein, jetzt entspann dich doch mal! Ey, was willst du denn jetzt von mir? Oh, Junge. Mama! Was? Hast du irgendwie gerade ein paar Problemchen oder so? Ja, die habe ich. Ich habe, glaube ich, 20! Nämlich 20 Sozialstunden! Du hast Sozialstunden? Wurdest du jetzt irgendwie... Ist da jetzt was bei rumgekommen, oder was? Junge, das hatte ich einen Scheißdreck anzugehen. Du lachst da eh nur drüber. Nee, erzähl mal echt. Interessiert mich echt. Junge, ein Scheißdreck. Hast Komm. Wahrscheinlich wieder ja, deine verdreckte Aufnahme an. Wenn du hier entbannt werden willst, dann solltest du mir schon ein bisschen mehr Details geben, Marlon. Junge. Das Ding ist halt, Marlon... Wenn du jetzt schon so verschlossen jetzt an die Sache rangehst und mir das nicht erzählst, dann brauche ich dich auch gar nicht entbannen. Junge, es hat dich einfach nichts anzugehen! Doch, es hat mich schon was anzugehen, weil du ja hier auf diesem Server wieder Mach spielen mal. Willst. Nachdem was du so Und jetzt schreist du mich schon wieder an. Glaubst du, dass Komm, ja, weil du es auch nicht anders kapierst! Glaubst du, dass du so hier entbannt wirst, oder was? Junge, weißt du was? Du hast einfach so Glück! Dass ich dich zur Vernunft mal zeige, wo der Weg angeht! Du weißt gar nicht, was ich alles kann! Also ich weiß, dass du einige schlimme Aktionen gebracht hast, Marlon. Aber ich will einfach auf deinen verschissenen Dreckserver! Ja, guck mal, wenn das ein Dreckserver ist, warum willst du denn überhaupt drauf spielen? Junge, weil ich auf diesem verdammten Server 100.000 Euro verdiene!
brauch mal ein bisschen weniger und mal ein bisschen mehr. Ja, und was ist also jetzt? Nein. Ich muss ist das gerade dein Ernst? Weil ich muss verkackt nochmal 20 Sozialstunden machen. Ist das gerade dein Ernst, Marlon? Was? Du schreist mich hier an. Ich dachte, du möchtest wieder auf dem Server spielen, weil du spielen möchtest. Und jetzt sagst du mir hier, dass du hier... Wie soll ich denn sonst den Anwalt bezahlen? Meine Eltern haben mir gesagt... Ja, mit Arbeiten, wie das mit normal arbeiten. Junge, was soll ich denn normal arbeiten? Für 5 Euro hier bei meinem verdammelten Nachbarn den verdammelten Scheiß Rasen mähen oder was? Das wäre doch schon mal ein Anfang. Das wäre doch schon mal einfach ein Anfang. Heiß ich irgendwie Manga und bin schwarz angemalt. Das hat doch damit nichts zu tun. Was laberst du denn? Ich mach doch nicht so mega Arbeit. Ich will mir jetzt erstmal was zu trinken. Also was hat das denn damit zu tun? Wie alt bist du denn? Marlon, wie alt bist du denn? Marlon. Hallo? Junge! Ey, Freunde, der Typ ist so behindert, ne? Was macht der denn für eine Scheiße? Der sagt, er will hier entbannt werden. Und ich glaub's nicht, ey. Was erhofft er sich denn jetzt da? Immer diese gleiche Scheiße hier. Ja, das kannst du aber laut sagen. Ey, ohne so. Ja? Junge, diese verschissene Scheiß-Kühlschrank. Marlon, jetzt mal Butter bei die Fische, was willst du jetzt von mir? Ja, ich will wieder auf den Server, Mann. Wenn ich nicht auf den Server komme, dann... Meine Eltern haben zu mir gesagt, entweder ich sorge dafür... Ich hab dir mal erzählt, dass ich doch... Oh, das ist so eine komplizierte Geschichte! Ja, dann erzähl sie mir doch. Also, früher hatte ich ein Sparbuch. Und da hatte ich Geld drauf für den Geburtstag und von meiner Tante, von meinem Onkel, von meinem Patenonkel. Ja. Und dieses Geld soll sich eigentlich benutzen für dafür, dass ich mir vor 8 Monaten mein Mofa, meine Prüfbescheinigung gemacht. Ja. Und dann sollte ich mir von dem Geld von einem Kollegen einen Motorroller kaufen. Und meine Eltern haben mir das Geld vom Sparbuch gegeben. Und ich habe jetzt gesagt, ich habe mir diesen Roller gekauft und den an meinen Kollegen geliehen, weil der den braucht und der dafür mir Geld gibt und ich den gerade nicht brauche und deswegen ist das schlau. Und meine Eltern denken, ich habe diesen Roller bei denen. So, und die haben jetzt gesagt, dass sie den Anwalt von diesem Roller bezahlen wollen. Ja, aber ich habe gar keinen Roller. Ja, und jetzt fragt sich natürlich, was hast du mit dem Geld gemacht, Marlon? Ja, das hat hier keines anzugehen. Verstehst du das? Ich hab quasi das Geld vom Sparbuch gekriegt, damit ich mir davon Roller kaufe. Ja. Also einen richtigen, so einen 25 km/h Roller. Ja. So, kannst du damit was anfangen. So, und die 650 Euro, die habe ich für etwas anderes benutzt. Ja. So, und jetzt wollen meine Eltern aber den Roller haben. Ja, und... Ja, scheiße, ne? Ja, und deswegen muss ich jetzt Geld auftragen, damit ich mir einen Roller kaufen kann. Damit ich den meinen verdammten Eltern geben kann. Okay. Und das kriege ich nur auf deinen verschlissenen, verkackten Server. Und meine Fresse, du hast mich schon so ins... So hart in den Abgrund gestürzt! Jetzt kannst du auch mal eine Zentimeter auf mich zugehen! Ey, Marlon, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Ich bin richtig sprachlos gerade. Weil das Ding ist halt einfach, Marlon, durch diese... Weißt du, was meine Eltern machen? Nein, halt doch mal jetzt kurz. Marlon, jetzt lass doch mal mich jetzt einmal ausreden. Das ist doch und schlimm. Und die wissen, dass nein, ich, hallo, dass ich für das Geld, hallo, für das Müll Marlon. Jetzt lass mich einmal ausreden. Das Ding ist, Marlon, du verstehst du denn nicht, Alter, du dass du dich durch deine ganzen Haufen Aktionen immer weiter in die Scheiße reitest. Du sagst mir jetzt gerade, du möchtest entbannt werden auf meinem Server und ich denk so erst, okay, du möchtest wieder spielen oder so. Nee, du sagst ja, du möchtest hier entbannt werden, weil du die Leute abzocken willst. Und da musst du doch als normaler Mensch drauf kommen, dass ich dich nicht entbanne. Was möchtest du denn von mir? Weißt du, was meine Eltern machen, wenn die herausfinden, dass ich für das Mofa-Roller-Geld nur etwas Bestimmtes gekauft habe? Ja, das kann gut sein, dass die da nicht gut auf dich zu sprechen sind, deine Eltern, Marlon. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir herzlich egal. Sag mal. Ja,
So wie, es war dir auch herzlich egal, als du den Typen ich hab mir von dem Scheiß Geld! Meine Ja, und? Und ich kann die Glasgarten hier als Schloss aufbauen! Ja, ist es mir egal, Marlon. Was willst du jetzt von mir? Du bist einfach alles, was du hier gerade erlebst. Du hast doch so viele User, das ist doch scheißegal, ob davon 10 oder 20 abgezogen werden. Nein, das ist eben nicht. Was ist das denn für eine Einstellung, Marlon? Ach, Mann. Ja, was soll ich das denn machen, Mann? Mir egal. Meine Mutteneltern, was fällt denn überhaupt ein? Dass ich diesen Scheiß bezahlen soll? Soll meine Drecksmutter noch anschaffen gehen? Meine Fresse! Wie kann man denn so respektlos zu seinen Eltern sein? Halt deine dumme Scheiße! Nochmal eine Frage. Schrei mich nicht immer so an, Mann, dann hab ich gar keinen Bock drauf. Es ist mir scheißegal, ja, Junge! Und mein Scheiß Dreck auseinander, ey. Kann doch nicht wahr sein! Nur verdreckte Hurenkinder aus dieser Welt! Junge, mein Scheiß! Ja, nochmal ganz kurz. Eine Sache interessiert mich aber schon noch. Vielleicht erklärst du mir das Ganze mal. Du hast gerade von Sozialstunden gesprochen. Was ist da passiert? Junge, nachdem ich bei diesem scheiß Psychologen war, war das Jugendamt hier. Wegen irgendeiner familiären Situation, die nicht richtig sein soll! Okay. Marlon! Marlon! Warum tust du denn den Lügen weh? Und warum musst du ihn denn beklagen? Weil Marlon geil ist! Nur so ging das den ganzen verschissenen Tag. Einmal so eine Jugendamtsfotze, dann diese Kripo-Beamtin und dann so mächtigen Richter. Das war irgendjemand vom Familiengericht. Und dann immer nur. Marlon, wieso bist du denn so? Wo drückt dir der Schuh? Marlon, so! Marlon, erzähl doch mal! Läuft irgendwas nicht richtig bei dir? Ja, du lernst mich, du Dreckschlampe! Das ging den ganzen Tag so! Den ganzen Tag so! Dann diese komische Kommissarin dazwischen. Die sieht aus wie eine vergammelte Milchrätsche, Mann! Die sieht aus wie ein Nassschwein! So, Marlon, erzähl mir doch mal, warum machst du sowas? Sowas ist verboten, wir leben hier in einem Land mit Regeln! Marlon, erzähl mir doch mal, was wolltest du denn damit machen? Nimmst du irgendwie Drogen oder so? Das geht den ganzen Tag so! Ja, Marlon, ganz ehrlich, soll ich jetzt Mitleid mit dir haben, oder was? So, und dann, oh Gott, lass dich bitte einmal vernünftig sortieren! Ja, gerne. Was willst du jetzt von mir? Und jetzt hast du... So, dann ging das am Ende. Nachdem wir dann so 2,5 Stunden meines Lebens für diese Dreckswichser investiert haben, lief das genau so. Die Jugendamtsfotze sagte, also Marlon, ich denke, daraus werden Sozialstunden und das, was du gemacht hast. Das ist nicht richtig! Junge, Scheißdreck, Mann! Ich muss jetzt 20 Stunden irgendein Müll von der Straße holen! Wegen diesem verfickten Hurensohn und dir! Verfickte Scheiße! Müll von der Straße holen! Oder irgendwelchen behinderten Menschen helfen! Bäh! Marlon. Meine Fresse, Mann! Ganz ehrlich? Sehe ich aus wie ein dreckiger Müllmann! Marlon, ganz ehrlich? Soll ich dir was sagen? Oh, meine Fresse! Es muss mir doch irgendjemand helfen! Wieso sind alle so? Wieso? Und auch deine Marlon! Nee! Hallo! Was? Marlon, kurze Frage. Die musst du mir einmal jetzt beantworten. Warum sollte dir jemand helfen, wenn du diesen Typen zum Heulen gebracht hast und ihm auch nicht geholfen hast? Erzähl mir das mal. Warum sollte jemand ausgerechnet dir helfen, der alles, weil was ihm gerade passiert, sich selber zuzuschreiben hat? Weil Julia eine dumme Spuchte ist. Weil dieser Typ der soll über die Straße gehen und von einem vergammelten Bus angefahren werden. Nicht, oder? Was soll der Scheiß denn? Dass du es einfach nicht kapierst. Du bist ja bei dir halt echt Hopfen und Malz verloren. Du landest ja irgendwann im Knast, wenn das so weitergeht.
Junge, lieber lande ich im Knast, anstatt hier von der Straße im Müll wegzuräumen. Verdammelte, dreckige Fotzenscheiße. Weißt du, wie dreckig das ist? Schön bei 30 Grad in der Sonne. Müll von der Straße rein. Ja, und? Und das Beste ist, also ja, das, was du getan das ist nicht irgendein ganz ehrlich, für das, was du getan hast, hättest du eigentlich mehr verdient als das, weißt du was? Ich rede, du dreckiger Mittelwind! Hallo, du lässt mich ja auch nicht ausreden, warum soll ich dich dann ausreden lassen, Mann? Ja, weil du eine Minderheit bist, eine wertlose Minderheit! Ja, weil du einfach ein dreckiger Bastard bist! Ey, ich werde mir das leider nicht mehr geben, Marlon, ne? Was, Oh nein. Ja. Das ist mir jetzt mittlerweile auch scheißegal, Junge. Und wenn ich umziehe, damit ich deine Drecksabonnenten abziehe. Irgendwie finde ich einen Scheißweg, hier Geld zu verdienen. Ey, du Marlon, halt auf Bücher Geld. Du bist einfach richtig gestört, Marlon. Das kann ich dir nur nochmal abschließend sagen. Junge, und warum rede ich denn überhaupt ja, mit dir? Warum denke ich denn manchmal, dass Freunde, du ein normaler Freunde, Mensch ja gerne mal bist, anstatt mit Marlon einfach da, zu entbauen? Ja, gerne mal Marlon, könnt ihr mal gerne Marlon sagen, was ihr von ihm haltet? Oder Marlon, yes, was sagst du? Was sagst Sag du? Sag mal, Junge, schlägst du dann mit der Aufnahme oder was? Was? Es ist ja ein Wunder. Ich dachte, letztes Mal, als wir geredet haben, hast du mir das erste Mal nicht aufgenommen. Ja. Das erste Mal hast du nicht aufgenommen. Jetzt dachte ich, du schaffst es dieses Mal vielleicht auch. Aber jetzt! Weißt du was? Ihr alle da draußen, ihr seid dämliche, verschissene Spasten! Tut mir leid, der lacht mehr, der Marlon. Ja, lustig. Ey, scheiße, ist lustig. Ja, Marlon, ne? Ey, ganz ehrlich, ich kann dir nochmal abschließend sagen, dass du alles, was dir gerade passiert, hast du einfach hast du selber zuzuschreiben, Marlon. Ey, ich gönn dir das so hart. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich gönn's dir richtig. Ja, ich hart. Bin jetzt schon in User-Talk, halt die Fresse. Ja, du User gehst nirgendwo hin. Diesen Typen, den bann ich jetzt erstmal gleich weg. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen oben da. Ich weiß nicht mehr, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich da jetzt noch zu sagen soll, Freunde. Mir fehlen die Worte teilweise, weil ihr müsst euch vorstellen, dieser Typ, der ist so gestört. Der baut hier so viel Scheiße und er kriegt jetzt seine Quittung dafür und ich sag's euch, Freunde, der landet nochmal im Knast, wenn er so weitermacht. Ey, ich glaub's nicht. Der Typ ist ja, das hat so eine Vollmeise. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Schreibt mir eure Meinung zu Marlon in die Kommentare. Lasst doch, wie gesagt, gerne mal Grüße an Marlon da. Sagt ihn doch mal in den Kommentaren, was ihr so von Marlon haltet. Vielleicht merkt er dann so langsam selber mal, dass das, was er macht, einfach nur noch idiotisch ist. Und dann würde ich sagen, ich war in diesem Video auf durchrasten.de. Würde mich mega freuen, da jeden von euch mal zu sehen. Und dann war's das jetzt mit dem Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.